und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Dein DLRP Disney Parks Show. Ja, wir sind schon wieder da. Heute gehen wir nach Disneyland Paris und zwar ins Adventureland. Genau. Juhu. Und wir reden über die 5 Top-Dinge im Adventureland. Aber bevor wir das tun, denkt dran, diesen Kanal zu abonnieren, denkt dran, uns auf anderen Kanälen zu folgen und ja. Und übrigens, wenn ihr unseren Reiseführer und uns und diesen Kanal und alles, was wir so anbieten, unterstützen wollt und dabei helfen wollt, dass wir ja unsere umfassenden Reiseführer zu Walt Disney World und Disneyland Paris weiterhin komplett kostenlos anbieten können, dann könnt ihr das auf ganz vielfältige Weisen tun, ohne dass euch Kosten entstehen. Und wie das geht, dazu blenden wir euch da oben gerade mal einen Link ein zu einer Seite, wo wir das alles erklären. Vielen, vielen herzlichen Dank vorab. Das hilft uns wirklich ganz, ganz weiter, wenn ihr da uns so ein bisschen unterstützt. Ja, wir kommen aber nun schon zu unseren Top 5 Dingen im Adventureland, in Disneyland Paris. Mhm. Dazu vielleicht noch ein Hinweis. Wir setzen damit unsere Serie fort, die wir vor Urzeiten angefangen haben. Da haben wir schon die Main Street und das Frontierland uns vorgeknöpft. Und ich blende euch noch einen Link zu der Playlist ein, falls ihr die Videos noch nicht gesehen haben solltet. Und seid ganz nett, dann mach auch noch die Links in die Description. Mache ich auch. Videos. Ja. Super. Ich hoffe, ich denke dran. Wir haben für diese Top 5 keine festgelegte Reihenfolge. Ja. Also wir haben einfach, es ist jetzt nicht die Nummer 1, ist jetzt so viel besser als die Nummer 5 oder so. Sondern es geht no particular order und wir beide wissen nicht, was der andere jeweils Nein. hat. Nein. Wir haben uns das einfach so überlegt. Ja. Und, kann auch sein, dass sich alles doppelt. Ist möglich. Ja. Wir werden sehen. Und wir fangen aber mit dem allerersten an. Mhm. Und das ist bei dir was, Leute? Die Adventure Isle, ganz generell. Die Gestaltung, die Atmosphäre, einfach toll. Wird leider öfter mal links liegen gelassen, weil es eben nur ein Walkthrough ist und kein Highspeed-Adrenalin-Superkick-Erlebnis. Aber die Hängebrücke, die Gänge durch die Felsen, die Pflanzen, die Wasserfälle, einfach toll, auch um zwischendurch einfach mal ein bisschen zu entspannen, Luft zu holen, aber gleichzeitig in einer ganz tollen Atmosphäre, macht jedes Mal wieder riesigen Spaß und ich freue mich immer drüber, da einfach so einen kleinen Spaziergang drüber zu machen. Ja, ich mich auch. Das war auch eine meiner Top 5. Ich habe vor allem die Höhlen genannt, unter der Adventure Isle und auch unter dem Baumhaus. Es gibt ja zwei Höhlensysteme, die auch so ein bisschen über Außenbereich miteinander verknüpft sind. Und die zu erkunden, macht einfach einen Riesenspaß. Es gibt da Geheimnisse zu entdecken, sogar einen Schatz zu finden. Man kann sich da auch ja als Familie vielleicht so eine kleine Versteckrunde liefern, so ein Versteckspiel. Nicht unbedingt kleine Kinder allein bitte lassen, sondern schon in Begleitung, aber macht Teams innerhalb eurer Familie und spielt Verstecken in den Höhlen. Und hofft darauf, dass Thorsten bei eurem Besuch nicht da ist, sonst oder ihr dürft nicht schreckhaft sein, denn es könnte passieren, dass aus einer Ecke auf einmal ein Buh hervorscheint. Ja, es macht auch Riesenspaß, Leute zu erschrecken. Also das ist auch an vollen Tagen dann einfach eine Aktivität, die ihr machen könnt, wenn ihr nicht die ganze Zeit in Warteschlangen stehen wollt, aber bei der ihr trotzdem Disneyland Paris super erlebt. Und ja, da könnt ihr ganz viele, viele Sachen machen. Ihr könnt auch eine eigene Schnitzeljagd in der Höhle machen. Ja, klar. Überhaupt keine Sache. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ja, das ist auch eins meiner Top 5s. Und da wir eins schon fertig haben, kommen wir direkt zum zweiten. Mhm. Diesmal fängst du an, damit ich dir so wegnehme. Ja, ich kann ganz, auch. Nein, ganz unvorbereitet. Ich muss meine Liste gucken. Ich nehme einfach mal Pirates of the Caribbean. Ja, also damit haben wir dann auch einen Punkt von meiner Liste abgehakt. Ist für mich die, ja doch, insgesamt wahrscheinlich die beste Attraktion in Disneyland Paris. In beiden Parks zusammengenommen. Es ist nicht die actionreichste und an manchen Tagen habe ich auch viel mehr Lust auf Big Thunder Mountain oder Phantom Manor. Aber es ist so in der Gesamtbetrachtung die für mich beste Attraktion. Das fängt schon in der Warteschlange an, die wunderschön gestaltet ist. Der Außenbereich mit seinen Felsen, seinen Mäuerchen, den Pflanzen, der Innenbereich mit den ganzen Details, mit den Kanonen, mit den Skeletten. Das ist super gemacht. Und dann natürlich die Attraktion, bei der erst durch Blue Lagoon fahrt, durch das Restaurant und dann die ganze Geschichte
erlebt. Inzwischen mit Captain Jack Sparrow. Ein bisschen modernisiert. War für mich gar nicht nötig. Es war auch vorher, vielleicht fand ich es vorher sogar besser, aber egal. ja, für mich das Highlight unter den Dark Rides. Und ja, erlebt das. Und das ist für mich ein absoluter Top-Punkt im Adventureland. Da kann ich gar nicht viel mehr hinzufügen. Also, mir hat ganz kurz davor Big Thunder Mountain die Nase vorn, aber Pirates gehört zu meinen absoluten Top-Attraktionen. Und ich denke, wenn ihr es mal gefahren seid, könnt ihr es verstehen. Wenn ihr es noch nicht kennt, plant es unbedingt auf eure Liste. Das ist ein Must-Do. Auch wenn ihr nur einen Tag im Park seid, unbedingt Pirates fahren. In der Regel geht da die Warteschlange auch, selbst wenn da eine Stunde dran steht. Es geht relativ zügig voran und man hat immer was zu sehen. Also die Warteschlange ist toll gestaltet. Ihr steht nicht einfach irgendwo auf einem Stück Teer mit einem Sonnenschirm über euch, sondern ist, wie Thorsten beschrieben hat, toll. Ja. Ja, dann kommen wir schon zu unserem dritten Top 5. Wow, wir sind schnell. Ja, ja, okay. Sehr schnell, aber... Ja, dann mache ich mal wieder. Die Restaurants im Adventureland. Das ist ja nicht zu fassen. Du auch? Als ob wir die Liste zusammengeschrieben hätten. Da geht es gar nicht so sehr darum, was es zu essen gibt, sondern die Gestaltung. Okay. Die Gestaltung ist einfach top. Ganz egal, ob es jetzt Captain Jacks Restaurant, die Pirat ist, ob es Colonel Hatties ist, Hakuna Matata oder auch Café Agrabah. Die Auswahl ist groß und jedes hat seinen ganz eigenen Charme und ist was Besonderes und so toll gestaltet wie in kaum einem anderen Bereich im Disneyland Paris, obwohl es da auch viele andere tolle Restaurants gibt, was die Gestaltung angeht. Also egal, wo ihr einkehrt, es gibt immer eine schöne Ecke. Es gibt was zu entdecken, es gibt Storylines zu verfolgen. Also das ist für mich echt ein riesiger Pluspunkt im Adventureland. Ja, für dich also, anscheinend auch. Ja, ich setze das fort. Also es ist erstens sehr vielfältig. Ihr habt im Café Agrabah nicht das Standard-Disney-Buffet, sondern ihr habt da ein bisschen vielfältigere Auswahl, ein bisschen ja, exotisch, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist schon orientalisch, oder? Ja, ich meinte damit, es ist jetzt nicht super ausgefallen, es ist aber ein bisschen exotischer, also manch anderes Buffet, ja, aber trotzdem noch massentauglich. Es ist ein tolles Restaurant für Vegetarier oder Veganer, weil da am Buffet die Auswahl größer ist als an den meisten anderen. Es ist in einem tollen Setting, das ja arabische Welt, arabischer Bazar eben ist. Dann habt ihr das Hakuna Matata, das eine insgesamt sehr, 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 sehr spannende Geschichte hat, mit vielen ja, Anspielungen auf Kulturen Afrikas. Dazu haben wir, glaube ich, auch ein eigenes Video. Mhm. Blenden wir euch einen Link ein, wo wir euch das Hakuna Matata näher vorstellen. Colonel Hatties, ja, das Essen ist so lala, aber das Restaurant ist wunderschön gestaltet. Es war früher ein Table-Service, ein Tischbedienungsrestaurant, der Explorers Club. Leider wurde es dann zum Fastfood-Restaurant, aber das hat der Gestaltung, der Schönheit des Restaurants keinen Abbruch getan. Ganz, ganz toll. Geht auch mal auf die Terrasse, vor allem auf den hinteren Bereich der Terrasse mit dem Wasserfall und den, ja, der so richtig idyllisch liegt an heißen Tagen. Fühlt sich da einfach auch ein bisschen kühler an. Und dann Blue Lagoon. Ja. Heute Captain Jacks. Ja, Captain Jacks. Also, stimmt. Für mich ist es immer noch Blue Lagoon, weil, muss sagen, so toll ich das Restaurant finde, diese Umgestaltung hat mir persönlich nicht so gefallen. Ich habe auch ganz tolle Erinnerungen an Blue Lagoon. Mhm. Und, aber es ist immer noch ein wunderschönes Restaurant. Wo könnt ihr sonst einfach in so einer Nähe zu eurer Heimat unter den Sternen in der Karibik essen, in einer lauen Sommernacht? Ach. Auf Bananenblattstühlen. Ach. Ja. Okay. Kommen wir zu vierten Top im Adventureland. Immer noch. So, gut. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt mal was anderes habe als Dörte. Ich befürchte nicht. Dann wird unsere Show wirklich kurz bleiben. Ich habe insgesamt die Thematisierung im Adventureland. Ah, das habe ich nicht. Also, das ganze Land ist für mich das... Also, der Disneyland Park ist ohnehin super thematisiert. Da kann ich mit Abstrichen inzwischen das Discoveryland, das war am Anfang besser, wurde ein bisschen versaubeutelt, aber da kommen wir dann beim Discoveryland Top und Flop Video wahrscheinlich dazu. Insgesamt ist aber das Adventureland
so vielfältig. Es hat verschiedene Bereiche, die euch vom arabischen Bazar über die Karibik in die Dschungel Indiens zurück nach Afrika führen, die so detailreich, so liebevoll gestaltet sind, mit so viel tollen Aussichten, mit, ihr könnt euch quasi überall hinstellen, in jede Richtung gucken und ihr seht was Tolles. Und es gibt so viel zu entdecken. Also nehmt euch die Zeit in diesem Land. Geht auch, wenn ihr da nicht essen wollt, zumindest in die Fastfood-Restaurants, trotzdem rein. Schaut euch die Details an. Erkunde die Geschäfte. Es ist so voller Details, voller toller Anspielungen, voll wunderschöner Ecken. Und ja. Mhm. Ja, dann komme ich zu meinem Punkt 4. Der geht in die Richtung, aber nicht so universell. Das Eingangstor zum Bazaar, wenn ihr vom Central Plaza auskommt. Vor allen Dingen bei Dunkelheit. Wenn die Fackeln dann brennen, der große Leuchter in der Mitte ist und dieses Fliesen, ja, Mosaik ist es nicht, diese, ich weiß nicht, der korrekte Begriff dafür, was man oft in der arabischen Welt sieht, diese Fliesenmuster in Blau und Weiß. Also super. Es ist einfach, da werdet ihr wirklich in eine komplett andere Welt transportiert. Das ist nicht so ein bisschen, ach, ein gestalterisches Detail, ich könnte jetzt, nein, ihr seid dann wirklich auf irgendeinem Bazar irgendwo im Fernen Osten. Also so toll, und das war es mir wert, einen eigenen Punkt dafür zu nehmen. Ja? Gut, dann kommen wir auch schon zur Nummer, ich bleib fest, 5. Okay. Der Tops in Disneyland Paris Adventureland. Ihr seht, ich muss wohl versuchen, ein bisschen Zeit zu schinden, weil das Video sonst zu kurz wird. Also, deine Nummer 5. Meine Nummer 5 sind die vielen ruhigen Ecken im Adventureland. Hast du auch? Mhm. Ach, okay. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass wir es etwas, nachdem wir gerade einen Glückstreffer hatten. Nein, okay, dann nicht. Also, das Adventureland ist eines der Länder, wenn nicht das Land in Disneyland Paris, wo es die meisten etwas versteckten, ruhigen Plätze gibt. Das fängt, wie vorhin schon an der erwähnten Adventure Isle an, aber es geht noch viel weiter. Die Terrasse beim Café de la Brousse ist oft nicht überlaufen. Das hat auch oft geschlossen. Von daher ist es dann praktisch, dass die Sitzgelegenheiten einfach da sind. Könnt ihr euch in so eine strohgedeckte Hütte am Wasser setzen und einfach ja die Füße hochlegen, den Enten zuschauen und die Atmosphäre einsaugen. Ähnliches gilt für den Bereich zwischen Hakuna Matata und dem Bazaar. Tolle Grünfläche mit kleinen Wasserläufen, Wegen, die versteckt sind. Da kann man ja sich einfach hinsetzen und genießen oder spazieren gehen schon fast. Ja, dafür ist es vielleicht ein bisschen zu klein, aber einfach ja die ganze Umgebung genießen, einsaugen, tolle Sache. Jetzt will ich gar nicht noch mehr sagen, damit du auch noch was sagen kannst. Ja, im Prinzip hat du heute alles gesagt. Also ich finde, ja, genau das, diese ganzen versteckten Ecken, die ihr erkunden könnt, wo ihr euch ein bisschen zurückziehen könnt, wo ihr ein bisschen entspannen könnt aus dem Trubel raus. Dazu gehören natürlich auch die Höhlen, die wir als eigenen Punkt, oder die Adventure Isle und hatten wir als Punkt und die Höhlensysteme darunter. Dazu kommt, es ist im Sommer teilweise herrlich, weil ihr euch da abkühlen könnt. Also geht, sucht in der Adventure Isle den Punkt, wo ihr vor den Felsen quasi so ein Guckloch habt und da ein Wasserfall vorgeht. Da strahlt, gerade wenn ein bisschen Luftzug ist, eine unheimliche Kühle aus. Es ist, ist herrlich erfrischend im Sommer. Ja, ansonsten. Oder die Terrasse beim Colonel Hutties ist auch fast nie überlaufen. Nee. Du hast sie gerade schon mal kurz erwähnt. Toller Platz, kauft euch was zu trinken. Setzt euch hin und entspannt einfach eine Runde. Wenn euch mal der Trubel im Park zu viel wird, euch zu heiß wird, die Füße wehtun oder was auch immer. Also ideal. Machen wir gerne. Also wenn ihr uns mal sucht im Disneyland, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da hocken, ist nicht klein. Ich bringe, glaube ich, einen halben Tag da. Kommt schon mal vor. Ja, das waren unsere Top 5. Ja. Machen wir trotzdem die Flops als eigene Show? Ja, ja, wie immer. Okay, obwohl so kurz ist. Gut. Naja, falls ihr auch die Flop 5 sehen wollt und die auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt ganz dringend unseren Kanal abonnieren. Das macht ihr, indem ihr den roten Button klickt und danach
die graue Glocke, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald das nächste Video veröffentlicht wird. Und bitte abonniert unseren Kanal, das hilft uns echt weiter. Jedes Abo hilft uns. Dann würden wir gerne Kommentare von euch lesen. Denn was sind für euch die Top 5 im Adventureland in Disneyland Paris? Was sind die schönsten Dinge? Habt ihr ganz andere, die wir jetzt einfach, ja, weil wir halt immer zusammen unterwegs sind und auch ähnliche Interessen haben, die wir einfach übersehen haben? Das kann ja sein. Ja, das finden wir spannend von euch zu erfahren in den Kommentaren. Und wir bitten euch natürlich, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, wie das immer bei der Disney Parks Show ist, dann gebt ihr trotzdem Daumen nach oben. Daumen nach unten gibt's hier nicht. Ja, das war's. Wir sehen uns dann wieder mit den Flop 5 aus Adventureland. Und ja, es gibt sie. Man kann es kaum glauben, so wie wir über das Land schwärmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.